Dopingdiskussionen haben nach dem Olympiafinale über 200 Meter Rücken für Wirbel gesorgt. US-Silbergewinner Ryan Murphy äußerte Zweifel an der Sauberkeit in seinem Sport. Wenn mir so eine Frage gestellt wird, habe ich ungefähr 15 Gedanken, sagte der 26-Jährige am Freitag zum Thema Dopingsorgen. 13 davon würden mich in große Schwierigkeiten bringen. Der dreimalige Olympiasieger ergänzte, ich versuche, mich nicht darin zu verfangen. Es ist das ganze Jahr über eine große mentale Belastung für mich zu wissen, dass ich in einem Rennen schwimme, das wahrscheinlich nicht sauber ist, und das ist es auch. Später meinte Murphy, er könne nicht sagen, ob das Rennen zu 100% sauber gewesen sei. Und das ist wegen Dingen, die in der Vergangenheit passiert sind. Murphy sagte, ich glaube, es gibt Doping im Schwimmen. Murphy hatte am Freitag hinter dem Russen Jewgeni Rylo Rang 2 belegt. Über die halbe Distanz hatte Murphy Bronze hinter Rylo und dessen Landsmann Kliment Kolesnikow errungen. Bei einer Pressekonferenz mit den anderen Medaillengewinnern sagte Murphy am Freitag, er wolle keine Anschuldigungen erheben und gratulierte Rylo. Der Sieger wollte sich nicht zu Murphys Aussagen äußern, da er sie nicht gehört habe. Ich war immer für saubere Wettkämpfe. Ich bin immer getestet worden, sagte Rylo. Bei diesen Olympischen Spielen fehlt der chinesische Schwimmstar Sun Yang gesperrt. In dem Fall geht es vor allem um eine mit einem Hammer zerstörte Dopingprobe. Das Umfeld des Schwimmers war direkt daran beteiligt. Die beiden russischen Schwimmer Veronika Andrusenko und Alexander Kudau waren wegen Verstößen gegen die Anti-Doping-Bestimmungen vom Weltverband FINA zunächst suspendiert gewesen, durften nach einer Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshofs CAS kurzfristig aber doch in Tokio starten. Die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA hatte Russland im Dezember 2019 eigentlich für 4 Jahre von den wichtigsten Sportereignissen der Welt ausgeschlossen. Doch Ende 2020 halbierte der CAS die Sperre. In Russland existierte ein staatlich organisiertes Dopingsystem. In Tokio dürfen russische Sportler als neutrale Athleten unter dem Namen Russisches Olympisches Komitee, ROC, antreten. Murphy berichtete von einem Gespräch mit dem Executive Director der FINA, Brent Nowitzki, im Rahmen der Olympia-Qualifikation. Dieser habe ihm gesagt, es dauere lange, den Sport von Doping zu befreien. Wenn man das von der Spitze hört, ich meine, das ist hart zu hören, sagte Murphy.